Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und heute kommen alle Fans von Tex-Mex Küche und Tacos total auf ihre Kosten. Ich bereite euch Tacos zu, die ihr so noch nicht gesehen habt. Viel Spaß bei diesem Video. Wenn man Tacos zubereiten möchte, braucht man sogenannte Taco Shells. Und ich habe hier mal ein paar Exemplare. Und zwar gibt es da diese Hard Shells, die bestehen meistens aus Maismehl. Und diese Soft Shell Tacos, die sieht man hier. Das ist jetzt ein Exemplar aus Weizenmehl. Also da gibt es verschiedenste Varianten davon. Und heute dreht sich eben alles um das Taco Shell, das ich heute auf ganz besondere Weise zubereite. Das wird nämlich vollkommen aus Käse sein. Und damit spreche ich vielleicht auch den einen oder anderen Low Carb Fan an, oder? Also ohne Kohlenhydrate. Und jetzt schauen wir die weiteren Zutaten an, die wir benötigen. So, meine Taco Shells werden also aus Käse zubereitet und hier haben wir schon mal einen geriebenen Pizzakäse. So, könnt ihr auch Gouda verwenden, gerne auch mit Mozzarella mal was ausprobieren. Also auf jeden Fall geriebener Käse. Und diese Taco Shells, die werden natürlich nicht nur so gegessen, sondern die werden auch gefüllt. Auch diese Weizen- oder Mais-Variationen, die ich vorhin gezeigt habe. Und deswegen habe ich hier noch etwas für die Füllung vorbereitet. Ihr seht, buntes Gemüse, wir haben Frühlingszwiebeln, hier etwas Salat, grüner Salat, dann Petersilie, rote Zwiebeln und Tomaten. Man kann natürlich nach Lust und Laune füllen. Ja, da wäre vieles möglich, da muss ich noch die Jalapenos als Beispiel erwähnen. Ihr könnt auch mit Mais oder Kidneybohnen füllen. Ja, Kameramann, hast du noch ein paar Beispiele parat? Nein. Gut, genau, ihr liebe Zuschauer, schreibt mir gerne unter das Video in die Kommentare eure Ideen. Und ich habe mich heute auch für eine Fleischfüllung entschieden. Da wäre natürlich auch angebratenes Hackfleisch möglich, das man ein bisschen würzt, ja, nach Lust und Laune oder mit Hähnchenfleisch operiert. Und ich habe mich eben für Rinderhüftsteak entschieden, weil mir ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Letztens gab es Hawaii-Spieße, ja, und da habe ich jetzt noch ein bisschen was übrig und das werde ich jetzt für meine Taco Shells als Füllung verwenden. Diese Steakhüfte habe ich übrigens von Otto Gourmet. Ja, da könnt ihr mal schauen. Ich verlinke euch das Produkt unterhalb des Videos in der Infobox oder allgemein den Link zu Otto Gourmet. Ja, und was für solche Taco Shells dann auch noch zum Einsatz kommt, das sind Soßen aller Art, sogenannte Salsas. Aber ihr könnt da auf verschiedenste Soßen ausweichen, angefangen ja, von Sour Cream bis zu Mayonnaise oder einer Barbecue-Soße. Da ist vieles möglich und ich habe mich heute für eine ganz besondere Soße entschieden und zwar Chunky Garlic von Hot Mamas, kann man im Supermarkt finden und die werde ich heute mal ausprobieren, die klingt doch richtig lecker. Ja? Eine karibische Soße auf lateinamerikanische Tex-Mex-Küche. Ja, Logo, ja, da geil. Passt doch alles zusammen, ja. So, warum nicht, oder? So, jetzt steht alles bereit, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um das Fleisch und dann geht's los. Meine neueste Errungenschaft. Schaut mal dieses tolle Messer an. Jetzt bin ich ja schon super ausgerüstet, weil ein Zuschauer, der liebe Tim, der hat mir ja schon eine Grillzange zukommen lassen. Und jetzt habe ich hier noch von grillshop.at dieses Güde-Messer. Wunderbar. Und bei grillshop.at kann man sich das auch gravieren lassen. Da steht die Frau am Grill drauf. Ich bin sehr stolz und es soll richtig scharf sein. Und davon werden wir uns jetzt gleich mal überzeugen. Und jetzt schneide ich hier mal eine großzügige Scheibe ab. Oh, ja, das gleitet. Mein Gott, Kameramann. Ha? Ja, sag einmal, da brauchst du ja einen Waffenschein. Das gleitet ja durch, wie durch Butter. Mhm. Das ist ja ein Traum. So, und hier haben wir das wunderbare Steak, das ich jetzt erstmal scharf von beiden Seiten angrillen werde und dann werde ich es auf der indirekten Hitze gar ziehen und währenddessen kümmern wir uns um die Taco Shells aus Käse. Die 300 Grad sind fast erreicht und jetzt werde ich mein Hüftsteak noch zum Grillen vorbereiten. Was ich auch gern mache, ist es so eine Stunde oder eine halbe Stunde davor, also vor dem Grillen, mit einer Mischung aus Salz und Zucker einzustreuen. Ein Teil Zucker, zwei Teile Salz, dann fördert man ein bisschen so den Krusteneffekt. Ja. Aber was ich auch gern mache, ist es einfach nur mit etwas Rapsöl oder Sonnenblumenöl
einzustreichen. Und dafür entscheide ich mich heute. Gewürzt wird dann nachher, ja, nach dem Grillen, schön mit Meersalz und Pfeffer. Meine Damen und Herren, es geht los. Ich lege auf. So, herrlich. Ein wunderschönes Geräusch. So, dann schließen wir mal den Deckel. Lassen wir es mal so eineinhalb, zwei Minuten so dahin brutzeln. Und dann werde ich es einmal drehen, ja, um ein schönes Grillmuster zu erzeugen. Und dann wird es gewendet und auch nochmal so um die drei Minuten gegrillt. Es duftet fantastisch, Zeit zum Wenden. Herrlich, oder? So, dann noch mal kurz drehen und dann ist es schon bereit, um es auf der indirekten Hitze dann gar zu ziehen. So auf 53 Grad ist mein Favorit eigentlich. Kameramann mag eher bis 55 hochgehen, dann werde ich mich natürlich anpassen. Ja. Na, 53 passt schon, weil es darf er dann noch nachziehen. Richtig, es zieht, es gart noch nach, das ist ein gutes Stichwort. Es gart noch nach, da habe ich es bisher immer gern in Backpapier eingewickelt und dann außenrum eine Alufolie, aber jetzt habe ich von grillshop.at Butcher Paper zugeschickt bekommen. Das werde ich heute mal zum Einsatz bringen. Das Wunderbare ist dran, dass es sehr groß ist, ja, also große Fläche, und das kann man sich dann zuschneiden, wie man es braucht, und das ist natürlich herrlich, um das Fleisch dann noch ruhen zu lassen, und da gart es dann noch ein bisschen nach. Ja, genau. Das werde ich mir jetzt mal zurechtschneiden. So. Dann wäre das auch erledigt. Sehr gut. So, und jetzt ziehen wir mal das Steak auf die indirekte Hitze. Wunderschön schaut es aus. So, und jetzt Brenner aus. Ich regle den Grill auf um die 140 Grad ein. Und ziehe es eben auf, ein bisschen lasse ich noch offen, damit der Hitze entweicht. Und damit ich nichts vergesse, kommt jetzt hier noch die Plancha drauf. Und darauf werden wir nämlich unsere Käse-Shells dann zubereiten. Ein bisschen vorheizen lassen, genau. Ein bisschen Hitze entweichen lassen und dann Deckel wieder schließen. Jetzt ist es soweit, das Steak kommt runter. Ich drehe gleich noch diesen Brenner an, weil die Plancha muss jetzt ein bisschen mehr aufheizen. So, dann transportieren wir das einmal hier aufs Butcher Paper. So, und das wickeln wir jetzt schön ein. Plancha gut vorheizen, um die 200 Grad werden benötigt, und dann steht der Käse auch schon bereit und dann können wir loslegen. Also auf geht's. Die Plancha ist ordentlich vorgeheizt. Wie viel Käse ihr da jetzt benötigt? Alle Mengenangaben befinden sich unterhalb des Videos in der Infobox, beziehungsweise ein Link führt euch zum Barbecue und Food Magazin, die Frauengrill. Könnt ihr mit Mengenkalkulator operieren und das Rezept nach euren Wünschen anpassen. Und jetzt werde ich hier ein paar so Häufchen geriebenen Käse auf die Plancha legen. Ihr könnt natürlich größere oder kleinere Taco-Shells damit kreieren. Ja. Wichtig ist, dass er schön dicht gelegt ist. So, dann lege ich mal hier noch einen auf. Und der läuft euch dann noch ein bisschen auseinander. Das muss man natürlich berücksichtigen. Einen mache ich noch. So.
Es duftet nicht nur gut, es hat auch was Meditatives, diesen Käsefladen zuzuschauen, wie sich die Oberfläche so schön wölbt und wie es brutzelt. Und jetzt müssen wir warten, bis ein bisschen so die Flüssigkeit verdampft, bis das Fett austritt vom Käse und bis der unten ein bisschen knusprig wird. Und dann können wir wenden. Ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft, wenn man ab und zu mal, wenn der Rand schon ein bisschen gebräunt ist, dann kann man mal mit so einem, mit so einem Pfannenwender mal so drunter schieben, drunter fahren. Und der ist jetzt einfach noch ein bisschen zu weich, ja, das sieht man schon. Aber da klebt nichts. Da könnt ihr wirklich eigentlich sicher sein, wenn ihr auf 200 Grad bleibt. Ja, braucht halt jetzt noch ein bisschen Zeit, schließen wir nochmal den Deckel und geben ihnen noch ein paar Minuten und dann kann man wenden. So, nach 8-9 Minuten ist der Käse schon bereit zu wenden. Ihr seht es jetzt auch hier. Die Oberfläche ist einigermaßen fest, weil wäre sie jetzt noch sehr am Schmelzen, dann würde das Ganze ja jetzt beim Wenden runtertropfen, runterfließen. Und jetzt so sieht es eigentlich ganz gut aus. Der Käse hat eine schöne goldene Farbe. Wer es noch ein bisschen mehr angeröstet haben will, der kann sie schon noch ein bisschen länger drauf liegen lassen. Aber bedenkt, der Käse wird dann immer fester und lässt sich dann eigentlich nur noch schwer verbiegen. So, schöne Käsefladen. Jetzt geben wir ihnen noch ein paar Minuten Zeit. Auf der anderen Seite dauert es nicht so lange wie auf der auf der Unterseite, sage ich mal, und dann können wir schon die Käsefladen zu Taco-Shells formen. So, und jetzt holen wir mal einen Käsefladen raus. Ich mache es gern so, dass die glatte Seite außen ist. Und innen. Die glatte Seite außen und die doch nicht so angeknuspert ist, innen. Kameramann, das meine ich schon her. Und dann gleitet der da schön in diesen Taco-Ständer. Verlinke ich euch mal unterhalb des Videos in der Infobox. Und dann behält der Käse seine Form. Nein, da muss man jetzt ein bisschen rumprobieren, aber so schlimm ist es eigentlich nicht zu machen. Gell? Ich würde euch raten, wenn ihr eh mal Taco-Shells füllt und die zubereitet, dann könnt ihr ein paar Käse-Taco-Shells dazu machen und schauen, wie euch das schmeckt. Ja? Reichen ja, wenn man drei macht. Gell? Um das einmal auszuprobieren und dann lasst mich gerne unterhalb des Videos in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Das würde mich sehr interessieren. So, jetzt liegen die da schön drin und sind bereit, sie schreien doch förmlich danach, sie zu füllen, oder? Gut, ich würde sagen, wir schneiden das Fleisch zurecht und dann geht's los mit dem Füllen. Grill aus und Taco-Shells füllen. So, Fleisch auspacken, herrlich. Wunderbar schaut's aus, hä? Kameramann. Was sagst du dazu? Ja, ausschauen bringt nichts. Ja, Mittelschnitt halt. Mhm. Schauen wir mal, ob wir einen schönen Gargrad getroffen haben. Ja, das ist richtig für dich, gell? Naja. Doch, rosa Kern, oder? Ja, ja. Also für mich dürfte noch ein bisschen rarer sein. Und da machst du jetzt ganz kleine Futzerl, oder? Ja, da mache ich jetzt erst einmal so kleine Scheiberl. Ja. Ja. Damit, interessant. Damit ich das Messer auch nochmal schön hier zum Einsatz. Dann muss ich ja gleich von der Seite filmen da. Ja, ja. Oh, herrlich. Schön. So. Qualitätskontrolle. Ja, ja, Qualitätskontrolle da immer. So, und jetzt schneiden wir hier noch schöne. Hat, ihr seht da nichts. Schöne mundgerechte Stückchen. Okay. Ob sich der Geschmack nach dem Schneiden verändert? Ja, also jetzt wird es aber hinten höher wie vorn. Okay. So, ein bisschen frischen Pfeffer, frisch gemahlenen Pfeffer. Ein bisschen mehr Salz drüber. So, wunderschön. Und jetzt werden wir mit dem Füllen beginnen. Ich öffne noch die Hot Mama. Da bin ich gespannt. Ich auch. Vor Gebrauch schütteln, mal kurz riechen. Oh, duftet herrlich. Freue ich mich schon. Also auf geht's. Ich beginne mal mit etwas Grün. Und lege das hier unten rein. Ein bisschen reindrücken. So. Oh, das ist eine schöne Vorspeise, so ein Appetizer, gell?
Da legen wir ein bisschen Fleisch rein, ein bisschen Sößchen drauf. Und es sieht doch auch schön dekorativ ansprechend aus, gell? So, ein bisschen Soße, zack, nicht zu viel. Und dann garniere ich noch ein bisschen mit den Frühlingszwiebeln und frische Kräuter dürfen auch nicht fehlen. Sieht das nicht fantastisch aus? Hm? Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie der die Form behält. Ja, er behält sie wunderschön. Und es ist Zeit zum Kosten. Aha, knusprig ist es. Was für eine traumhafte Kombination. Die Soße schmeckt übrigens herrlich erfrischend, also auch schön würzig, passt hervorragend dazu. Und dann dieses Knusprige von dem Käse-Taco. Shell, das ist ja wirklich Wahnsinn, das gute, das tolle Fleisch mit dieser wunderbaren Qualität, schöner Fleischgeschmack und dann das Frische, ja, die Tomaten bringen auch etwas Leichtes rein, also ich finde, das ist auch ein toller Sommersnack, muss ich gleich nochmal probieren. Unbedingt nachmachen, liebe Zuschauer, serviert das mal euren Gästen so als Appetizer. Sehr zu empfehlen, sehr empfehlenswert. Ja, und jetzt freue ich mich, wenn ihr die mal nachmacht, wenn euch das Rezept gefallen hat. Ja, und wenn ihr mich wissen lasst, wie es euch geschmeckt hat und wie ihr es vielleicht abgewandelt habt. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich blende euch noch was zum Abonnieren ein, den Kanal kostenlos. Abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr nämlich informiert, wenn wir wieder am Start sind. So, und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut. Bis bald. Ach, herrlich, Kameramann, magst du auch einen? Ja, ist ja nichts mehr übrig. Damn it, die können mir. Ja.